Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich wähle dich, Zockumon! Okay! Ja, das ganze Pette wahrscheinlich mit Greenscreen und Editing oder sonst irgendwas etwas besser funktioniert. Aber ganz ehrlich, schon als Kind war ich immer daran interessiert, mir alle zu schnappen. Meine Eltern hassten nichts mehr, als mit mir im Herbst irgendwo durch einen Park, Wald oder sonst was zu gehen, weil sie sich sicher sein konnten, dass ich nicht eine, zwei oder 20 Kastanien mit nach Hause nehme, sondern alle. Und mir alle zu schnappen, wie man sieht, ist auch etwas, das mir mit 30 plus noch immer wahnsinnig viel Freude bereitet. Und deswegen waren die Pokémon-Spiele natürlich ein großer Teil meiner Kindheit. Und jetzt, als die Pokémon-Serie auf DVD von Polyband veröffentlicht wird, merke ich, dass es zwar immer mein Ziel ist, mir alles von allem zu schnappen, dass ich darin aber jetzt nicht unbedingt wahnsinnig talentiert bin. Wer meinen Kanal und meine Pokémon-Reviews genau verfolgt hat, der hat sicherlich gesehen, dass ich die ersten beiden Staffeln damals direkt bei ihren Erstauflagen von Studio Hamburg vorgestellt habe, dass ich dann bei Polyband die dritte und vierte Staffel geordert habe und dann die achte, weil ich blöderweise auf die Staffeln dazwischen vergessen hatte. Und damit habe ich blöderweise den Abschluss quasi der ersten Pokémon-Serie, der Originalserie verpasst mit der fünften Staffel. Und dann mit der sechsten Staffel begann ja quasi die Advanced Generation, quasi die zweite Pokémon-Serie, wobei diese Serien dann mehr oder weniger trotzdem noch in einer Serie zusammengefasst werden und nicht als separate Serien gelistet werden, wie das beispielsweise im Ultraman-Universum so ist. Aber tatsächlich von 2002 bis 2006 lief dann eben diese zweite Serie, die im Vergleich zur Originalserie vor allem dadurch überholt wurde, dass sie in erster Linie auf den Editionen Rubin, Saphir und Smaragd basiert ist. Und glücklicherweise habe ich noch recht gute Erinnerungen an die Tage, als ich mir die alten Staffeln noch im Fernsehen angesehen habe und kann deswegen noch ein bisschen was über diese Rubin- und Saphir-Ära sagen. Bereits die Staffeln 6, 7 und 8 wurden eben mit dem Rubin- und Saphir-Branding im deutschsprachigen Raum von Polyband veröffentlicht. Und jetzt mit dieser 9. Staffel schließt man quasi den Zyklus, den zweiten Zyklus dieser Advanced Generation wieder ab. Und es war eine durchaus interessante zweite Serie in der Serie. Wobei man echt sagen muss, dass die Originalserie, insbesondere finde ich, die ersten zwei Staffeln immer noch relativ unerreicht waren. Was allerdings die zweite Serie insbesondere jetzt diese 9. Staffel sehr gut geschafft hat, ist, dass sie den Fokus ein bisschen eben mehr auf die Kämpfe legt. Und damit, nachdem vielleicht die ein oder andere Staffel bei diesem zweiten Run dabei war, die jetzt eher suboptimal war und vielleicht die ein oder andere Füllepisode zu viel hatte, ist meiner Meinung nach diese 9. Staffel jetzt ein hervorragender Abschluss und seit den ersten beiden Staffeln definitiv die beste Staffel, die es im Pokémon-Universum generell gab. Natürlich gibt es auch hier die ein oder andere schwächere Episode bei den insgesamt 47 Folgen, die diese 9. Staffel ausmachen. Die ein oder andere Füllepisode bzw. der ein oder andere aufgebaute, eher unnötige Handlungsstrang, der dann nicht so wahnsinnig viel führt, ist natürlich auch hier zu bemerken, der Main Villain dieser Staffel, der Bösewicht Harley, ist sicherlich noch einer der interessantesten Charaktere von dieser zweiten Serie, wobei dieser schwule Stereotyp, mit dem sie ihn darstellen, diese Staffel wahrscheinlich im Jahr 2023 noch mehr gealtert erscheinen lässt, als es die wesentlich älteren anderen Episoden bietet. Aber was mir bei dieser Staffel sehr gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass man eben den Fokus mehr auf die Kämpfe legt, dass die Kämpfe auch tatsächlich noch einmal deutlich besser geskriptet und deutlich actionorientierter inszeniert wurden, als sie das bei einigen der vorigen Staffeln war, weswegen eben, wie bereits erwähnt, nach den ersten beiden Staffeln von der Originalserie da. Das mit Sicherheit eine der unterhaltsamsten und vor allem aber auch flottesten und actionreichsten Staffeln ist. Deswegen
Es ist natürlich schön, dass ich dieses Mal nicht wieder versagt habe, um sie mir rechtzeitig zu holen. Wobei doch, das schon, denn erschienen ist diese Box bereits Ende November 2022. Trotzdem war Polyband so nett und hat mir im neuen Jahr noch ein Exemplar von der 9. Staffel der Pokémon-Serie geschickt, damit ich mit euch in der heutigen Ausgabe von PlayZockers DVD Check einen genaueren Blick auf die Season 9 von Pokémon werfen kann. Und ich weiß, es ist für euch in diesem Segment des Videos jetzt nicht unbedingt leicht zu sehen, weil ich ja mehr oder weniger kameratechnisch gerade verdeckt werde, aber ich grinse gerade, ich grinse sehr fröhlich, denn natürlich dreht sich ein Großteil der Pokémon-Reihe um Ash und seine Begleiter, aber schon als Kind waren meine persönlichen Lieblingscharaktere von der Pokémon-Serie immer noch Team Rocket. Ganz klar, diejenigen, die so wie damals Wile E. Coyote und die anderen großen und coolen Villains der Zeichentrickgeschichte, diejenigen, die sich immer absurdere, humorvolle Pläne einfallen lassen, um das zu bekommen, was sie haben wollen, um dann auf herrlich cartooneske Art und Weise auf die Schnauze fallen. Außerdem ist Mauzi für mich als großer Katzenfan immer noch eines der coolsten Pokémon und die Art, wie diese Charaktere hier posieren auf dem Frontcover, finde ich persönlich auch einfach wahnsinnig genial. Dazu bekommen wir hier einen Hintergrund, der finde ich sehr schön eben auch zu den anderen Boxen aus dieser Rubin- und Saphir-Ära passt, diese einfärbige Pokéball-Wand im Hintergrund oder Tapete im Hintergrund ist ja etwas, das wir auch bei den anderen Staffeln bereits gesehen haben. Die 6. Staffel hatte das, die 8. Staffel hatte das, die 7. ebenfalls und damit eben ist das hier sehr schön, um einheitlich im Regal mehr oder weniger diese zweite Serie zu erkennen. Dazu kann man jetzt dann natürlich eben auch für den einheitlichen Look einmal einen Blick, einen direkten Vergleichsblick für mich mit der 8. Staffel machen, die ich ja natürlich ebenfalls hier auf meinem Kanal bereits vorgestellt habe. Da sieht man eben, dass das mit den Pokébällen hier auf dem Backcover sehr schön zusammenpasst. Witzigerweise ist auch die 4. Staffel noch aus der Originalserie damals mit einem ähnlichen Hintergrund ausgestattet worden, aber zumindest hat die 5. Staffel dazwischen dann wieder einen von diesen typischen, ich sage mal, Anime-Streifen-Backgrounds gehabt. Wir können dann einmal auf das Backcover schauen, da sehen wir natürlich weitere Pokémon. Wir lesen auf der linken Seite die Inhaltsangabe, den Hinweis darauf, dass eben hier tatsächlich auf 6 DVDs alle 47 Folgen von dieser Staffel enthalten sind. Glücklicherweise gab es bei der 9. Staffel keinerlei Folgen, die aus irgendwelchen zensurtechnischen Gründen nicht ihren Weg auf die internationalen Fernsehbildschirme gefunden haben. Wir bekommen dann eben einen Bildstreifen mit ein paar Bildausschnitten aus der Serie, die technischen Details und so weiter und können dann natürlich einmal einen Blick auf das Scannerwo-Keep Case direkt werfen. Und da ist sehr schön, dass natürlich Polyband auch in dem Fall wieder ein Wendecover ohne das große FSK-Logo vorne drauf gemacht hat. Und das bei meinem Exemplar, zumindest im Gegensatz zu meinem Exemplar von der 8. Staffel, hier nicht irgendein Druckversatz ist, weswegen das Wendecover nicht mehr richtig gesessen ist. Aber da kann ich tatsächlich bis heute nicht sagen, ob das etwas ist, das nur mein Exemplar oder vielleicht einen größeren Teil der Auflage betrifft. Ich weiß es nicht. Wir können dann aber natürlich eben nach dem kurzen Vergleich hier von dem Artwork auf dem O-Card-Schuber bzw. dem Keepcase an sich, wo meiner Meinung nach eben sehr schön diese Vorzüge von dem O-Card-Schuber schön deutlich auffallen, dann insbesondere eigentlich beim Backcover, wo man eben einfach sieht, dass auf dem Schuber die Farben noch wesentlich satter und kräftiger wirken als bei dem eigentlichen Keepcase. Dann können wir einen Blick ins Innere werfen und uns darüber freuen, dass wir hier auf den 6 Discs natürlich einerseits sehr schön übersichtlich dargestellt bekommen, welche Folgen auf welcher Disc enthalten sind, dass wir natürlich auch hier jeweils unterschiedliche Pokémon auf diesen 6 Discs sehen, dass das Design aber ansonsten sehr schön einheitlich ist und eben auch zu den letzten Staffeln der Serie passt und dass uns Polyband in dem Fall auch wieder einen Episodenführer gegeben hat, einen kurzen, ein vierseitiges Faltblatt, das uns eben neben dem Cover-Artwork dann auf den nächsten 3 Seiten
die jeweiligen Folgentitel, natürlich nur die deutschen Versionen, bietet. Dabei ist es natürlich kein umfänglicher Episodenguide mit Beschreibungen, den internationalen Titeln und Ausstrahlungsterminen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auf einen Blick einmal zumindest wissen zu können, auf welcher Disc eine Folge enthalten ist. Das ist etwas sehr Praktisches, was meiner Meinung nach eine Serienveröffentlichung eigentlich grundsätzlich aufwertet. Aber etwas anderes, das eine Serienveröffentlichung grundsätzlich aufwertet, ist die Tatsache, wenn diese Serienveröffentlichung gute Bildqualität liefert. Da! Und das ist das Thema von unserem nächsten Segment hier bei Playzockers DVD-Check, ob das die 9. Staffel von Pokémon und in der Polyband DVD-Box auch tut. Und deswegen habe ich auch in dem Fall wieder meine kleinen Behelferleins aus meinem Zockoball. Das kann man falsch verstehen. Entlassen, damit wir uns eben auch in der Slideshow einige Bilder aus dieser Staffel direkt anschauen können. Wie üblich möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe. Dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Und natürlich sollte man den qualitativen Unterschied zwischen diesem Teil und dem Rest des Videos auch nicht zu ernst nehmen, denn es handelt sich bei DVD-Screenshots halt eben schon um Standard-Definition-Material, wohingegen, wo die Auflösung bemessen ist mit 768x576 Pixeln und der Rest des Videos, das von mir hier gedrehte Material, in 4K gehalten ist. Aber natürlich merken wir, nachdem wir jetzt eben schon zum wiederholten Mal auf die klassische Pokémon-Serie blicken, dass wir es hier mit einer der schon etwas späteren Staffeln zu tun hat. Ich finde ganz besonders eben im Vergleich zu den ersten Staffeln merkt man einfach, dass dass die Qualität des Ausgangsmaterials hier schon etwas besser ist. Die Kanten werden etwas klarer gezogen, insbesondere sind aber auch die Farben deutlich kräftiger, die Hintergründe machen einen schöneren Eindruck und damit ist das Master natürlich eben hier für diese Serie sehr gelungen. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass die hier vorliegenden Episoden aus der 9. Staffel aus dem Jahr 2006 sind und demnach natürlich eben auch original ausgestrahlt zwischen Oktober 2005 und September 2006 und demnach auch schon, sagen wir mal, zumindest 15 Jahre auf dem Buckel haben, was man dem Material in seinem Originalbildformat 1,33:1 natürlich auch ansieht. Das einzige Manko, das bei der Bildqualität dieser DVD-Umsetzung auftreten kann, ist allein die Tatsache, dass hier circa 8 Episoden auf einer DVD untergebracht wurden und man damit natürlich mit einer DVD-Länge von circa 3 Stunden hier und da die Kompression etwas merkt, ganz besonders in den homogenen Hintergrundflächen beziehungsweise bei ganz schnellen Bildwechseln, wie es es eben bei den Kampfsequenzen immer wieder gibt. Da können natürlich leichte Block- und Artefaktbildungen auffallen beziehungsweise eben Bending-Strukturen, vor allem bei den homogenen Flächen im Hintergrund. Das ist allerdings etwas, das man in dem Fall, finde ich, leicht ignorieren kann. Es sieht diese DVD auf jeden Fall deutlich besser aus als alles, was wir uns noch damals aus den Nullerjahren aus dem Fernsehen aufnehmen konnten, beziehungsweise halten sich die störenden Auswirkungen davon definitiv sowieso generell in Grenzen. Und insgesamt kann man meiner Meinung nach mit der hier gebotenen Bildqualität auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Und auch wenn ich in meinem Bestreben, sie mir alle zu schnappen, in den letzten Jahren bei den Pokémon-Veröffentlichungen ein kleines bisschen versagt habe, freue ich mich trotzdem immer wieder aufs Neue, wenn eine neue Box bei mir eintrifft. Für mich ist Pokémon ein Stück Kindheit, für mich ist Pokémon ein Stück Nostalgie, für mich ist es die Möglichkeit, mich tatsächlich einfach einmal wieder wie ein Kind zu fühlen, auf die Couch zu flacken und eine Folge nach der anderen zu schauen, was ich damals tatsächlich eben auch gerne gemacht habe, meine selbst aufgezeichneten Kassetten, wo immer die einzelnen Folgen hintereinander, teilweise noch in Longplay, weil ich nicht so viele Kassetten haben konnte, aneinandergereiht waren und dann gab es ja mal den Tag am Wochenende, wo man einmal auf Play drückt und das war eigentlich die Interaktion mit der Welt für den ganzen Tag. Und schön, dass man solche Momente jetzt eben mit den wundervollen Autoplay-Funktionen auf diesen DVDs von Polyband auch machen kann. Qualitativ ist das meiner Meinung nach eine sehr zufriedenstellende Umsetzung, optisch
Die Box ebenfalls, vor allem weil ich es sehr, sehr schätze, dass diese Boxen und diese Staffeln so schön einheitlich veröffentlicht werden.